Hi, ich bin's, euer Stefan. Und heute geht's darum, warum man eigentlich Supplemente meiden sollte oder ob Supplemente überhaupt gesund sind. Beziehungsweise ich habe letztes Mal unter meinem anderen Video, als ich das mit der Vitamin D-Lampe vorgestellt habe, kann ich euch gerne mal hier oben verlinken, wurde ich gefragt, warum eigentlich so umständlich, warum muss ich jetzt die Lampe verwenden oder die Sonne, wenn man doch einfach supplementieren könnte, um seinen Bedarf zu decken. Meine Meinung ist ganz ehrlich, ich finde, Supplemente sind nicht natürlich. Also irgendwie kann es ja in dem Sinne eigentlich auch nicht gesund sein. Klar, bei Vitamin D ist es noch nicht nachgewiesen, es gibt nur gesundheitliche Vorteile. Aktuell ist so der Stand. Es war aber früher auch so, Milch ist ganz gesund, ist ganz, ganz wichtig, vor allem für unsere Knochengesundheit, weil da viel Kalzium drin ist. Das hat aber auch die Werbeindustrie für sich genutzt und hat einfach gesagt, ey Leute, passt mal auf, ihr müsst Milch kaufen, weil Milch enthält viel Kalzium, Milch ist wichtig. Heute weiß man definitiv, dass es eher das Gegenteil ist, dass sogar Milch Osteoporose und Knochenschwund fördert. Und bei Vitamin D ist es vielleicht eben genauso. Es sind Supplemente, die Industrie macht sich das auf jeden Fall zunutze und sagt natürlich, ey Leute, ihr müsst supplementieren, das ist unheimlich gesund. Klar, man weiß jetzt nicht, ob es jetzt mit Vitamin D genauso ausgehen wird wie mit der Milch, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass in Zukunft auf jeden Fall da noch was rauskommen wird, dass es vielleicht so ähnlich ist wie bei der Milch, dass man feststellt, ah, wartet mal, so gesund ist das vielleicht gar nicht. Das war, wie gesagt, mit dem heutigen Stand weiß man das eben noch nicht, aber ich bin der Meinung, es könnte irgendwann kommen. Und durch die Sonne Vitamin D zu tanken, beziehungsweise durch die UVB-Strahlung, das ist eigentlich eine Studie, die an sich so gar nicht existiert, aber an sich existiert die Studie trotzdem, also auf Umwegen, so direkt existiert die Studie nicht, aber auf Umwegen existiert sie. Und zwar hat der Mensch schon seit Urzeiten an, also seit der Mensch existiert, hat er sein Vitamin D mit der Sonne getankt. Und von daher kann man eigentlich sagen, nur durch die Sonne haben wir eigentlich unser Vitamin D-Gehalt aufrechterhalten können und überleben können. Mit Supplements gibt es noch nicht so lange Erfahrung und wer weiß, was in Zukunft rauskommt. Von daher wollte ich halt einfach mal austesten, was mit unserem Körper möglich ist, was wir mit unserer Umwelt anstellen können, was vielleicht eventuell an Möglichkeiten es gibt, wie zum Beispiel die Lampe, dass man sagt, okay gut, ich kann meinen Bedarf gerade so über den Sommer decken, so dass er halt eben über den Winter hin nicht ausreicht, also über den ganzen Winter durch. Welche Möglichkeiten gibt es außer Supplementierung eben seinen Vitamin D-Bedarf zu decken? Genauso Vitamin B12 mache ich einfach, weil ich dabei einfach ein besseres Gefühl habe, wie ich halt eben meine Nährstoffe abdecken kann. Natürlich wollte ich es auch ausprobieren und ich sage nicht jedem, das habe ich ja in meinem anderen Video gesagt, wo ich meine Blutwerte vorgestellt habe, das kann ich euch gerne hier auch nochmal verlinken, wo ich einfach sage, es ist natürlich nicht so ganz so einfach, eben auf Nahrungsergänzungsmittel ganz zu empfehlen und ich rate auch nicht gänzlich davon ab. Ich sage einfach immer, Supplemente sind nicht gesund, aber immer noch gesünder als ein Mangel. Also das heißt, bevor ihr in einen Mangel kommt, supplementiert lieber. Und ansonsten würde ich Supplemente halt eben meiden, aber bei Vitamin D und Vitamin B12 nicht nur Veganer und Vegetarier oder so, also es betrifft auch die Mischköstler, würde ich auf jeden Fall definitiv darauf achten und bevor ihr in einen Mangel kommt, supplementiert lieber. Aber wie gesagt, ich möchte so nah wie möglich ans Natürliche rankommen beziehungsweise einfach mal versuchen. Mich hat natürlich auch die Neugier gepackt, deswegen probiere ich das einfach mal aus, was möglich ist. Ich möchte einfach das Bestmöglichste versuchen rauszuholen und nicht einfach immer nur sagen, so ey, supplementier und das Thema ist gegessen. Weil ich denke, da steckt eben halt wie gesagt auch wie bei der Milchindustrie viel Geld dahinter. Als Influencer weiß ich ja da auch ein bisschen Bescheid, beziehungsweise habe da schon Erfahrung sammeln dürfen. Ich bekomme fast wöchentlich Anfragen von Nahrungsergänzungsmittelherstellern und jede Firma sagt mir, ey, pass mal auf, meins ist das Beste, weil wir das und das machen. Wir sind da viel besser als die anderen und das erinnert mich halt irgendwie in dem Sinne so ein bisschen an die, also an die Milchindustrie. Deswegen möchte ich halt einfach in dem Sinne das Beste rausholen. Aber wie gesagt, ich möchte Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, nicht zu 100% schlecht reden. Aber ich würde halt eben anderes bevorzugen und das probiere ich eben aus. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unten drunter schreiben, aber bitte sachlich bleiben, also nicht beschimpfen. Bei Facebook kommt öfter mal das etwas vor, wenn man gegen Nahrungsergänzungsmittel ist, dass man sofort beschimpft wird aufs Übelste. Ich wurde auch schon aus diversen Anti-Pharma-Gruppen rausgeschmissen.
Für mich ist nämlich Supplementierung ein Pharmaprodukt. Also Supplements wie Vitamin D ist ein pharmazeutisches Produkt. Vielleicht ist es auch natürlichen Ursprungs, aber diverse Medikamente sind auch natürlichen Ursprungs und trotzdem sind es Pharmaprodukte. Und genauso ist es bei Vitamin D und das akzeptieren nicht manche akzeptieren das einfach nicht. Von daher bitte ich euch trotzdem unter meinem Video in den Kommentaren sachlichen, fachlichen Umgang. Man kann mal verschiedener Meinung sein, aber bitte immer sachlich, fachlich und freundlich bleiben. Von daher würde ich mich auf jeden Fall über Kommentare freuen, auch über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, mein Channel zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.